Hängt das zufällig an den Ärmchen, dass es nicht schnell genug rauskommt? Nee. Ist einfach nur die Fabrikgeschwindigkeit. Ich finde das cool mit den Ärmchen. Ich glaube, oh, das wäre mal dekadent. Wir benutzen keine Fließbänder, wir machen einfach eine Kette aus Ärmchen. Zum Beispiel mit dem Eisen. Ich albere mal nur kurz rum. Hier. Lalala. So. So ähnlich. Nur halt von ganz oben nach ganz unten. Also ohne Fließbänder, sondern mit ganz vielen Ärmchen. Es verbraucht tierisch viel Strom, aber das sieht cool aus. So ein bisschen Lavalampen-Style. Da kann man bestimmt richtig coole Konstruktionen mitmachen. Also absolut sinnlos und nicht effektiv und alles, aber lustig. So, du weg, du weg, du weg, du weg, du weg. Okay, jetzt aber nicht lustig, wir wollen arbeiten. Und ich hätte gern schnellere Fließbänder, Fragezeichen. Boah, von ganz oben nach ganz unten schnellere Fließbänder, Oh, Problem. Problem. Ja, gib mir mal Eisenkiste. Die da. Du. So. Weil die Schmelzöfen müssen immer arbeiten. Das ist Pflicht. Du mach ganz schnell da rein. Okay, fang wieder an zu arbeiten. Das ist gut. Okay. Vor allem haben wir oben ein Problem, dass wir nicht genug Eisen haben, ne? Fällt mir gerade mal so auf. Du gib mir mal all deine Eisen. Also für die Batterien fehlt der Eisen, für die Schwefelsäureproduktion fehlt der Eisen. Und hier staut sich das Zeug. Also so. Das ist aber auch keine optimale Lösung, weil der liegt jetzt nur nach außen. Ich hätte gerne Doppelkisten. Also es gab größere Kisten, die man erforschen konnte, aber das waren, glaube ich, immer nur noch ein Slot große Kisten. Ich hätte gerne eine Kiste, die über zwei Felder geht. Na gut, ich schnapp mal noch ein bisschen Eisen. So. Theoretisch könnten wir denn hier schnelle Fließbänder machen, oder? Schneller abtransportiert wird und die Ärmchen, dass du besser rauflegen können. Ja, es macht nur ganz kurz was, aber egal. Hocheisen abliefern. Aber wir haben doch recht viele Batterien verbraucht durch die 40 Lasertürme oder was das waren. Wobei ich da übrigens auch mal wieder neue anschmeißen könnte. Erstmal Mauern. So. Du kriegst 800, das reicht eine Weile. Du bekommst den Rest. Und du brauchst ein schnelleres Ärmchen. Und da brauchen wir auch ein schnelleres Ärmchen. Oh, du bist zwei Felder weg, ne? Ja, wir haben noch keine schnelleren langen Ärmchen. Wir können aber ein zweites Ärmchen hin tun. Genau. Sehr schön. Du hast genug Schwefel. Wollen wir dich schneller machen? Nö, wir brauchen noch ein schnelleres Ärmchen. Schwefel. Ja, dich schneller machen bringt gar nichts. Das hängt echt nur an den Ärmchen. Und warum könnt ihr den internen Storage nicht ein bisschen größer haben? Dass man da mehr Eisenplatten auf einmal einlagern kann. Aber na gut, das läuft wieder. Wir haben wieder mehr Schwefelsäure gleich. Petroleumgas staut sich auch. Drei Mauern. Die Steinproduktion durch Wasser ist hier echt absolut lachhaft. Weil wir verbrauchen halt kein Wasser, was komisch ist. Weil wir haben hier drei Ölraffinerien dran. Zig Ölfabriken, die teilweise auch Wasser brauchen. Das ist... Na gut.
Mauern oben hatten wir. Hier oben scheint alles soweit gut zu laufen. Die Leichtöl. Es wird nicht weniger. Aber na gut, wir sollten das so lassen, wie es ist. Wenn wir jetzt noch mehr hier beschleunigen oder was, dann haben wir später wirklich viel zu viel Fuel Blocks. Und wir haben dann irgendwann doch eventuell wieder Ölprobleme. Wenn wir Öl durchgehend verbrennen, ne? Ja, ist nicht mehr auf Max. Die unten kommen nicht mehr hinterher. Du bist schon schnell. Also ich spiele mit dem Gedanken, noch eine Chemiefabrik zu bauen, die Leichtöl zu Petroleumgas macht, weil Petroleumgas wichtiger ist als Brennstoffblöcke. Vor allem als kistenweise Brennstoffblöcke, ne? Ja. Das sind alles eine Module. Eine Module könnte drin bleiben. Ja, habe ich noch eine Chemiefabrik dabei? Nee. Kann ich schnell eine bauen? Nee, weil Eisen fehlt. Das ist kein Problem. So. Gib mir eine Chemical Plant. Was? Achso, die braucht eine Weile. Ach ja. Also, Chemical Plant. Du. Ja, komm, bau da hin. Du machst aus Leichtöl. Achso, Wasser. Wasser ist immer das Problem. Dann setzen wir die einfach hier drunter. Ja, einfach ist gut. Du, unterirdisches Rohr, oberirdisches Rohr. Rohr. Leichtöl. Ja, unterirdisches Rohr von da. Nach da. Nach da, von da nach da. So, bitteschön. Und du produzierst jetzt hier das, machst es da unterirdisch und schickst es da hoch, damit es da mit rausgepumpt wird. Und die sind noch nicht voll, also ist alles gut. So, und du bekommst Speedmodul MK2. Wovon wir übrigens noch ein, zwei bauen könnten. So. Das heißt, es wird jetzt noch mehr Leichtöl umgewandelt in Petroleumgas. Das heißt, es wird weniger Leichtöl. Ich könnte mal was machen. Ich kappe mal ganz kurz. Ja, was kappe ich wo? Das ist eine gute Frage. Weil das Öl geht ja auch von da nach da. Ich kappe mal ganz kurz die Verbindung und die Verbindung. Hä? Was ist das da für ein Rohr? Nutzloses Rohr. So, dann kann ich einfach nur hier die Verbindung kappen. Nein, es geht auch nicht. Ja, das Ding hört jetzt einfach auf zu arbeiten, das ist richtig. Ich wollte eigentlich den Tank hier leer bekommen. Aber wenn ich da eine Verbindung mache, dann kommt wieder da nichts an. Das ist doof positioniert. Na gut, mach aber weiter. Was soll's. Ich brauche Pumpen. Damit ich das primär in die Richtung hier lenken kann, zu der Fabrik und zu der Fabrik. Aber sei es drum. Hm. Es wird immer noch nicht leer. Weil die jetzt auch durchgehend am Arbeiten sind, ne? Ja, Mist. Was arbeiten die auch? Was fällt denen ein? Egal, das lassen wir hier oben so, wie es ist. Alien-Technologie ist schon bei 50%, das ist sehr gut. Batterien kommen hinterher. Ich gehe jetzt die Verteidigungsanlagen weiter ab. 0,4, 0,4, 0,1, 0,1, 0,4. Aber wir haben hier noch genug Ölfelder, um das auszugleichen. Sehr gut. Achso, und Licht. 1, 2, 3. Hier ist Licht. Zack. Damit wir unsere Türme auch mal sehen können. Ja. Laser-Türme da. Ich würde die echt gerne mal in Aktion sehen. Gegen einen so einen Angriffstrupp mit Medium-Beißern auch drin. So. Das wäre auch sicher. Dieser kleine Menüübergang ist auch sicher. Das heißt, es fehlt nur noch unten.
Oh, und gib mir mal die Kiste hier. 600 Eisenplatten, 900 Eisenplatten. Die bringe ich auch nochmal kurz nach oben. Lauf Forest. Und zwar hier hin. Kupferplatten. Oh, Kupferplatten werden auch bald eng. Dahin, genau. Rest hierhin, also für 200 für mich, für Privatgebrauch. So, gut. Dann wieder runter. Joker, 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 Joker. Da ist sicher. Weiter. Oh. Runter, 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 runter. Einfach. So, hier können wir wieder Türme verteilen. Und dann werden wir auch recht schnell alle Türme los. Das ging aber wesentlich schnell. Oh, war noch eine Lücke. Das mit den Türmen jetzt, die Sicherung der Basis, ging wesentlich schneller als in unserer anderen Welt. Da hatten wir es ja teilweise nach 100 Folgen noch nicht gehabt, dass Lasertürme einmal außen rum waren. Aber die Basis war auch echt riesig. Kann man nicht anders sagen. Lasertürme. Oh, was fehlt da jetzt schon wieder? Stahl fehlt. Ja, okay, das machen wir später. Du bitte da rein, du bitte da rein. Du bitte da rein. Du da rein. Du da rein. Mauern. Du nicht. Wir hatten noch irgendwo eine Lücke, oder? Nee, keine Lücke. Sehr gut. Das heißt, damit unsere Basis jetzt wirklich komplett sicher. Es fehlen noch ein paar Lasertürme, die wir extra hinbauen können. Aber ich denke, selbst die Türme hier, also wenn jetzt hier irgendwo ein Angriff ist, schießen mindestens 3 Lasertürme drauf. Selbst an unserer schwächsten Stelle. Das passt soweit alles. Sehr schön. Was jetzt? Überprüfen, wie es mit der Forschung aussieht. Es wird an blauen Tränken hapern, richtig? Nein. Oh, okay. Es hapert nicht an blauen Tränken. Eventuell sollten wir noch mehr Forschungslabore bauen. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass wir immer da Probleme haben, mit den Tränken hinterherzukommen. Also zuerst waren die roten Tränke ja ein Problem, dann die blauen. Aber jetzt mit den Speed-Modulen MK2 scheint das alles echt super zu laufen. Ja komm, her damit. Bau noch 2 Forschungsbubble. Dann verlängern wir das hier noch ein bisschen. So. Legen die Ärmchen richtig schon mal hin. So und so, glaube ich. So und so, machen den Baum da weg. Du und du. Ah, die brauchen ja keine blauen gerade. Ja, okay, das erklärt's. Ja, sehr schön. Das geht jetzt noch schneller. Wir haben jetzt 8 Stück. Theoretisch könnten wir unten auch nochmal welche hinlegen. Das wäre aber echt Overkill und so. Nee, komm, das schaffen wir nicht hinterherzukommen. Also mit der Produktion von Tränken. Oder? Grün staue ich echt schon ein bisschen. Haben wir irgendwo eine Pufferkiste für grüne Tränke? Nee, ne? Grüne und blaue Tränke, ja, das ist das Problem. Kiste... Da, ich teste mal was. Oh. Ne, doch, ist okay so. Nimm von da grüne Tränke. Leg sie da hinten wieder rauf. Du nimmst bitte nur grüne Tränke. Ja, das klappt soweit, okay. Das wird schon mal gepuffert. Blaue Tränke brauchen wir keinen Puffer für. Rote Tränke haben wir einen Puffer. Gut, 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 gut. Die zweite Plastikkiste ist auch schon zu 30% gefüllt. Jetzt macht die Batterienkiste. Die braucht noch eine Weile, aber ich klaue mir mal welche davon. Ein Iron Stick. Bau bitte eine Lampe. Danke. Oh, stimmt, die schnelleren Fabriken. Ich brauche Kupfer. Kupfer, 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 Kupfer. Nom 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 nom. So.
Irgendwie kommt weniger Kupfer an. Kann das sein? Ist das schon wieder irgendein Feld, alle? Lauf schneller. Gegen einen Baum. Sieht eigentlich ganz so... Ist doof. Ich freue mich schon drauf, wenn die Türen kommen. Also innen Mauern, sondern Tore. Genau, Tore ist das bessere Wort als Türen. Einfach. Grinder, komm, bau noch mal davon. Also die Tore sollen dann automatisch erkennen, wenn Züge kommen oder Spieler und dann runtergehen, dass man durchgehen kann. Das ist echt cool. So, du bau bitte... Oh, dahin und dahin. So. Du... Jetzt ist alles ein bisschen durcheinander hier. Egal. Bau, 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 bau. Staut sich noch nicht, aber wird sich unten wahrscheinlich stauen. Das ist mir aber egal. So. Ganz viel Kupfer. Sehr schön. Was macht die Basis da oben? Ist nur eine Einer-Basis. Komm, die hau ich jetzt mal weg. Hoffentlich. Ich stelle lieber noch ein bisschen Munition her. So. Und Granaten. Stopp, 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 stopp. Autosave. Stell bitte mal ein paar Granaten her. Oh, die brauchen ja auch ewig. Die Granaten konnte ich einfach so in der Hand behalten, während ich schieße. Und den hinschmeißen, ne? Ja, so war das. Und es wurde schon mehrfach in den Kommentaren erwähnt, dass ich doch bitte, bitte mit Leertaste schießen soll. Weil das dann ja so viel besser wäre. Aber ich habe auch gerade daneben geschossen mit der Leertaste. Das ist ein Medium. Ja, also bei der Schrotflinte ist Leertaste keine gute Wahl. Die zielt irgendwie falsch. Weil die hat halt so einen Streuwinkel. Warum liegen da Zahnräder auf dem Boden? Sehr komisch. Oh, da oben haben wir eine Zweierbasis. Ne, probiere ich auch mal. Komm. Ja, komm. C, her damit. C ist viel toller als die Leertaste.